sexy, it hurts. And I'm too sexy for Milan, too sexy for Milan, New York and Japan. Super. Ein Wahnsinn. Ja, so viele schöne Leute heute da. Und die Tiefen auch. Du! Du, wir sechs sind wir heuer mit dem Outfit einen Schritt zurückgegangen. Das liegt an Siege sein Gewichtsproblem. Das ist nicht witzig. Nein. Ob der nicht eine Weight Watchers DVD von hinten nach vorne angeschaut hat. Du! Du, ja. So, ich hoffe, ihr erwartet euch nicht ganz so was. Deppert. Das ist heute einmal ein geiles Bier. Liebe Frau, ja, ist ja wurscht. Das sag ich jedes Mal. Chris Lohner, ja. Die trinkt man das immer an. Das kann nicht jeder sagen. Ja, ihr zwei redet halt eh viel, muss ich sagen, den Text vergessen vom letzten Mal. Ha? Ihren Text vergessen vom letzten Mal. Welchen Text? Na, unser erstes Lied handelt davon, wir fangen immer relativ früh zum Proben an. Heuer wollten wir es wirklich einmal. Voll und klar. Das ist eine wahre Geschichte, genau an dem Tag, wo wir anfangen zu proben wollten, ist der Proberaum abgebrannt. Und der gehört den Siege. Ja, ist auch witzig. Du! Und wie sich die Probenarbeiten bei uns her so gestaltet haben, darüber mal ihr geschrieben und das darf ich euch jetzt gern vortragen. Sehr danke. Stubenmuse, Sumpfschnepfen. Ich habe extra meine Jopalle angezogen für heute. Weil ich mal einen leichten Männer schnupfen. Kurz vorm Sterben quasi. Und ein Zirk ein bisschen. Hey, das ist irgendwie alles anders als sonst. Das ist das letzte Mal. Das muss genießen. Du hättest jetzt anfangen sollen, eigentlich. Schon zweimal. Es ist wieder Fasching und es ist so weit. Alle freuen sich auf die Faschingszeit. Und irgendwie ist es für uns ganz, ganz blöd, weil wie jedes Jahr bei uns halt das Programm nicht steht. Ja, ihr lacht wenigstens, jetzt hat sie auch eine Sitzung an Herrn sollen. Der Sieg ist so, heuer fangen wir früher an. Da heißt, ich schreibe da WhatsApp, dass er heute nicht kann. Der Andi sagt, Sigi, ja, da hast du recht, aber bei mir geht's heute auch ganz schlecht. So haben wir uns halt immer schon ganz schwer getan, weil der eine und der andere oft auch nicht kann. Dann war's einmal so weit, dass er jeder kennt, ist leider nur der Proberaum abgebrennt. Jetzt hätte ich anfangen müssen. Ja. Noch einmal. Ich sag dazu nichts mehr. Ist uns wurscht, mach mal neuen Termin. Steht in der Bude noch das Wasser drin. Die Mauern sind schwarz, da harte voller Ruß. In die Hütten setzen wir wie ein Kampfwurst. Jetzt haben wir es endlich geschafft, da müssen wir uns loben. Da wir halt mit den Gummistiefeln proben. Die Augen sind schwarz, die Augen voller Ruß. Die Sumpfschnepfen schicken euch einen schönen Gruß. Entschuldigung. Normalerweise müssen wir jetzt nichts mehr sagen.
Ihr merkt es eh, wir tun uns eh schon blogen. Ein einziges Lied wird für heuer wohl reichen. Wir werden uns jetzt oben schleichen. Du, 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 du. Danke Ingolf, danke Ingolf. Jetzt spielen wir eins von 2004. Aber Hans, aber du schaust da ganz genau unter die Reck, gell? Das ist mir jetzt aufgefallen. Aber auch noch ein anderer Muster da durch. Du kannst aber ruhig. Ob nicht eben einen kleinen wie du hättest. Du kannst aber ruhig die Augen auflegen auf dem Podest da vorne. Ist kein Problem. Ja, das nächste Lied ist eine Biografie über einen sehr bekannten Mann im Ort. Ihr werdet ihn alle kennen, glaube ich, die was heute da sind. Glaube ich nicht. Ich glaube, er locht ja da hinten irgendwo raus. Und das singt unser Gesangstalent. Ja. Ja. Eine Kiste Bier war noch zum Zahlen, haben wir gehört. Ja. Die Kisten, nicht für uns. Die Kisten Bier in der Esshalle von gestern ist noch offen, glaube ich. Aber ich kann da etwas lächeln, wenn nichts da ist. Da kriegst du einen Gage, oder was? Der Einzige, was einen Gage kriegt. Ja, über diesen Herrn haben wir eine Biografie geschrieben. Und das Lied ist eigentlich selbst erklärt. Nein, nicht mir, der Rudi hat das geschrieben. Der Rudi hat das geschrieben. Ja. Der Autor von dem Lied ist der Rudi. Und das geht circa so. Er hieß Kavala Schursch, hab ihn im Büro gesehen. Dann haben wir ihn noch gefragt, ob er morgen mit uns Prosecco trinken mag. Oder ein Bierkonzentrat. Wer zuerst geht, verliert, hat er dann oben skandiert. Aus Prosecco wird Bier, vier große Schnaps und er sagt, komm's mit nach Hause zu mir. Uli ist eh grad nicht hier. Nochmal. Im Nanlock mittendrin stellt er sich vor uns hin und gibt uns einen Kuss. Will tanzen gleich mit uns drei, die Hand auch mit dabei, ist ja der Oktopus. Kavala Schursch, Kavala Schursch, Kavala Schursch, wir haben dich. Kavala Schursch, du bist so schwer zu verstehen. Kavala Schursch. Wir wollen die Hände am Tisch sehen. Kavala Schursch, wir haben dich. Wir haben dich grapschen gesehen. Uns war am nächsten Tag klar, wir wollen kein Kavala. Er ist und bleibt Optimist, weil ihr ja eh alle wisst, dass er der Bürgermeister ist. Mit seiner eigenen List. Seine Frau heißt Uli Kofler, sie hat den Grabschen gesehen. Dann hat sie ihn noch gefragt, weil sie einen Zimmerer braucht, ob er sie heiraten mag. Und er hat ja gesagt. Hätten wir das geahnt, hätten wir's anders geplant und hätten weggesehen. Konnten nicht fort von ihm gehen, fingen uns an umzudrehen, doch er grapscht so schön. Kavala Schursch, Kavala Schursch, Kavala Schursch, wir haben dich, Kavala Schursch, du bist so schwer zu verstehen. Kavala Schursch. Wir wollen die Hände am Tisch sehen. Kavala Schursch, wir haben dich,
Wir haben die Krapschen gesehen. Du. Danke, du. Vergesst du schon? Oh, my love, too sexy for my love, love's going to leave.